Nee, Digga, das ist auch einfach nur geschmacklos. Da ist ein Holocaust-Überlebender, der kritisiert das und sagt, hey, das ist nicht cool, Felix. Und Felix antwortet darauf und sagt, sorry, my man had you in a camp, old pal. Wir gucken jetzt, der TikTok ist zurück. Ich darf das Wort Hitler nicht so sagen, glaube ich, weil das ein Problem dann geben könnte. Deswegen sagen wir Krittler. Das ist der TikTok-Krittler ist zurück. Er denkt immer noch, er wäre Krittlers Reinkarnation. Wow. Ich von Just Nero. Ich bin gespannt. Entschuldigung bitten. Ich habe in letzter Zeit deutlich weniger Kommentare gelesen und vor allem kaum darauf reagiert, sowie fast / gar nicht auf meine Instagram-Nachrichten geantwortet. Ich habe für mich einfach entschieden, dass... Klittler. Ihr habt recht, es sollte Klittler heißen. Dass es in meiner aktuellen Lage sinnvoll sein könnte, so ein paar Wochen mal Abstand vom Internet zu bekommen. Das ändert sich aber wieder, keine Sorge. Er ist wieder da. Damit meine ich nicht mich. Nach zu langer Inaktivität, die YouTube mir langsam krumm nimmt. Also könnt gerne liken und kommentieren, um dem entgegenzusteuern. Oder auch nicht. Ich meine auch nicht den Film mit Oliver Masucci und Christoph Maria Herbst. Aber damit kommen wir der Sache immerhin schon um einiges näher. Felix Seifer feiert gerade sein großes Comeback, um in voller Überzeugung weiterhin behaupten zu können, dass er die Reinkarnation Adolf Hitlers sei. Adolf, oh, ich habe meine Musik noch an. Adolf Klittlers. Also ein Comeback eines Menschen, der sich für das Comeback eines Menschen hält, der bitte kein Comeback haben soll. Was auch für das Comeback von Felix gilt. Aber statt mich weiter in Wortspielereien zu verlieren, kommen wir mal zum Punkt back. Im Übrigen, ich habe auch lange Zeit hin und her überlegt, ob das vielleicht einfach nur ein sehr geschmackloser Troll ist. Aber ihr werdet noch verstehen, warum ich von... Ja, aber ist es doch wahrscheinlich, oder nicht? Ist es doch wahrscheinlich einfach Aufmerksamkeit bekommen, um Follower zu bekommen? ...diesen Gedanken abgelassen habe. Came to me when I was 5 in my nightmares. You can see right where I too. That and just so many other things throughout my life have connected me to my past. Einigen von euch wird Felix sicherlich schon ein Begriff sein, weil ihr Kaisers Video zu ihm gesehen habt. Ich fasse natürlich trotzdem nochmal für euch zusammen, was dieser ziemlich eigenartige Kerl alles vom Stapel gelassen hat, bevor wir auf die neuen Ereignisse eingehen. Ich habe das Video von Kaiser nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also mir ist das ein neues Thema. Also jedenfalls in der Ausführlichkeit. Ich habe, glaube ich, mal am Rande was davon mitbekommen. Ich habe noch kein Video dazu gesehen. Ich habe Kaiser übrigens gefragt, ob er cool damit ist, wenn ich ein Video über sein Comeback mache, weil er das Thema in Deutschland groß gemacht hat. War natürlich eh, sein Video ist verlinkt und ich habe mich da auch ganz gut bedient für die Zusammenfassung. Im Übrigen werde ich im Zuge dieses Videos 500 Euro an die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland spenden. Mit Beleg selbstverständlich. Geister sind gruselig, Freunde. Die wichtigere Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, ebenso gruselig ist es, ein digital gläserner Mensch zu sein, um mal das Metapher-Game zu upgraden. Ihr hingegen solltet eure Internet-Connection upgraden mit CyberGhost VPN. Damit... diese Überleitung. Geister, gruselig. VPNs, nicht gruselig. war jetzt gar nicht böse. Also war strong. Und gibt es übrigens 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, sprich risikofrei zuschlagen. Kommen wir zu Felix. Felix fühlt sich übrigens wohl mit seinem alten Leben und sieht nicht so ganz, dass er da... Habe ich schon wieder eine komplette Flasche ausgetrunken gerade? Ich habe mir noch eben erst was zu trinken geholt. ...aktuell ein paar Dinge getan hat, die das Schlimmste, was jeden Mensch hätte tun können, waren. I'm very in tune with my past and my past lives. My last life just so happened to be a very infamous one. Ja, berüchtigt trifft es. Es gibt zwar so ein paar Bildungsresistenz... Er hat ein infamous life geführt. Ein berüchtigtes Leben hatte er. Tente Menschen, aber von Hitler sollte eigentlich jeder schon mal gehört haben. Und auch wissen, warum es nicht... Ich glaube, kann das sein, dass Hitler actually nach Jesus so der bekannteste Mensch ist? Kann das sein? Cool ist zu behaupten, man sei diese Person. Herrgott, dieser Mensch hatte einen ziemlich auffälligen Bart. Bei Felix läuft es ähnlich wie bei mir, nicht so ganz mit dem Bartwuchs. Der bleibt uns beiden wohl fern. Deswegen musste er sich anders Abhilfe schaffen. I made a... Ja, wer ist denn... Gandhi schreiben Leute noch? Nee, ich glaube nicht, dass Gandhi... Gandhi und Cäsar sind, glaube ich, nicht so bekannt wie Klittler. New nose ring. Digga, diese fucking... Mit so einer fucking Fascho-Ästhetik zu spielen, wow, ist aber schon einfach so uncool, Digga. Was für Leute du damit als Sympathisanten anziehst, sind halt nicht coole Leute. Das ist halt auch dann nicht mehr nur so ein bisschen funny Troll, so. Nee, Digga. Ja, danke übrigens nochmal an Kaiser, dass er diesen Adler zensiert hat.
Ne, ihr wisst, welchen Adler. Nicht, dass ich hier irgendwo aus Versehen Zensur vergesse. Das könnte nämlich ziemlich... Ein Vogeladler. Na, YouTube hätte es nicht so gerne, wenn ich hier irgendwelche Symboliken zeige. Was er mit dem Bartmenschen übrigens tatsächlich gemeinsam hat, sind seine genozidalen Gedankengänge. Was da die Ausnahmen... Oh mein Gott, Alter. Ja, er schreibt, dass... dass es der Welt besser gehen würde, wenn es sozusagen große Teile der Menschheit nicht geben würde. In seinen Augen, die leben dürfen sind und wer nicht, ne, zählt einfach eins und eins zusammen, dann wisst ihr, was dabei rauskommt. Drei! Natürlich ist das Ganze sehr vielen Menschen sehr berechtigt, sehr sauer aufgestoßen. So auch den. Das ist auch nicht mehr so ein bisschen Troll, so, ne? Das ist ein ganz bewusstes Spielen mit rechtsextremen Ästhetiken und rechtsextremen Ideologien und rechtsextremen Gedankengängen. Betreibern des TikTok-Kanals True Adventures. Diese beiden Menschen sind Holocaust-Überlebende. Es ist so sad, dass man es bei YouTube machen muss, ne? Dass man das so, dass man solche Worte nicht aussprechen darf. Es tut mir übrigens leid, dass ich bestimmte Worte halt einfach zensieren muss. Das kommt mir teilweise respektlos vor, aber ihr wisst, dass wir hier... Es ist YouTube. YouTube möchte das nicht. ...auf einer Plattform sind, die so seine Probleme mit der Benennung bestimmter Worte hat. Ich verstehe das auch wiederum irgendwo, ne? Jedenfalls hat Gideon auf Felix geantwortet und das Ganze als nicht cool bezeichnet. Ich ziehe meinen Hut, dass er dabei so ruhig bleibt, weil eine Person, die das durchleben musste, was damals geschah, sagen wir, ich hätte hundertprozentiges Verständnis, wenn dabei alle erdenklich negativ konnotierten Worte auf Felix eingeprasselt wären. Es muss wirklich fürchterlich sein, als Überlebender dieser Geschichte so etwas beobachten zu müssen. Spätestens das wäre der Moment gewesen, an dem Felix gemerkt haben sollte, was mache ich hier eigentlich für einen utopischen Scheiß? Was ist da in mich gefahren? Aber stattdessen, haha, ich bin's. Sorry, dass meine Leute dich in ein Camp gesteckt haben, alter Freund. Oh mein Gott. Nee, Digga, das ist auch einfach nur geschmacklos. Da ist ein Überlebender, ein Holocaust-Überlebender, der kritisiert das und sagt, hey, das ist nicht cool, Felix. Und Felix antwortet darauf und sagt, sorry, my man had you in a camp, old pal. Alter Freund. Digga. Aber. Und er schreibt darunter nur, Felix, ich hoffe zutiefst, du wirst die Hilfe bekommen, die du brauchst. Ich bin zurück aus einem Grund. Ich bin selten sprachlos und ich habe in den weiten Weiten des Internets viel gesehen. Aber Junge, ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich damit umzugehen habe. Es ist nicht so, als wüsste Felix nicht, was er da tut. Er hat 9 Bücher geschrieben und da dreht es sich teils auch darum. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das handhaben soll. Er geht zu Treffen, die diese Ideologie von damals promoten und steht voll dahinter. Also, es ist wirklich schwer, damit umzugehen. Oh Mann, so viel zu seiner Vergangenheit, also der auf Social Media. Jetzt kommen wir zu seinem Comeback. Sein TikTok-Account wurde damals selbstverständlich gesperrt. Das stellt für ihn in dem Sinne aber überhaupt kein Problem dar, weil man sich einfach einen neuen erstellen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen geht mit einem Permaban dort nicht das Verbot, einen neuen Account zu kreieren, einher. Sein neues Profil liest sich wie folgt. Hallo Internet. Hallo du Mistbrüder. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass ich sporadisch zurück bin. Hashtag Reincarnation. Hashtag mach bitte Alt-F4 mit deiner Internet-Existenz. Naja, wir schauen in sein erstes Video rein. So, it's been a while since my involuntary disappearance for 3 months from the Internet. Involuntary disappearance. Wundert er sich wirklich, dass er mit seiner Art von Content den... Also involuntary disappearance heißt sozusagen die unfreiwillige, das unfreiwillige Verschwinden. Also er wurde ja gebannt oder sein Account wurde ja gesperrt so. Er wurde nicht gebannt, aber sein Account wurde gesperrt. Und das bezeichnet er als unfreiwillige Abwesenheit. Bannhammer auf den Kopf geknoppert bekommen hat. Wie konnte das nur passieren? In den USA oder auch China, Plattformsitz, ist Volksverhetzung, worüber wir hier in dem Fall wohl nicht debattieren müssen, ob das zutrifft, nicht in dem Sinne ein Gesetzesverstoß wie in Deutschland, aber es verstößt trotzdem gegen sämtliche Community-Guidelines. Natürlich wurde er absolut berechtigt zur Tür gebracht. I think it's about time that I come back and say something now. Was er zu sagen hat, ist durchaus interessant. Er entschuldigt sich nämlich. Nicht für alles, was er getan hat. Im Gegenteil, er entschuldigt sich nur bei einer Person, und zwar bei Gideon, dem Holocaust-Überlebenden. First things first, I wanted to make a quick apology to just one person. To just one person.
Also er explizit sagt, nur zu nur eine Person möchte er sich, bei nur einer Person möchte er sich entschuldigen. And that is the survivor who I made a very unsavory comment towards when I was first going viral. Okay, wenn er sich entschuldigen möchte, muss er ja irgendwie merken, dass da was schiefgelaufen ist. Aber auch nur für den Kommentar übrigens. Nicht bei anderen Überlebenden, nicht bei Betroffenen, nicht bei Opfern, nicht bei allen, sondern nur bei diesem einen. Ja, okay, cool. So, genug Überlebenden gegenüber, dass er dasselbe nochmal tun möchte. Also, die wieder in ein Lager sperren will. Ey, ich realisiere gerade, wie unglaublich abgefuckt das eigentlich ist. Es findet in seinem Spatzenhirn aber so ein Konflikt statt. Eine ziemlich große kognitive Dissonanz. Die Einsicht, dass da was schiefgelaufen ist, ist ja augenscheinlich da. Also sollte er ja erkennen, dass das schlimmste Verbrechen... Chat sagt, die Vögel beruhigen mich ein wenig. Ja, mich auch. Ey, es ist eigentlich schon voll dunkel. Also ich filme jetzt nicht aus dem Dings, aber es ist eigentlich schon sehr dunkel und trotzdem sind die Vögel noch am Singen. Ist es nicht, sind die nicht so am Schlafen, wenn es Schlafen ist? Gegen die Menschheit damals auch eben das schlimmste Verbrechen war, weil sie sich dafür ja entschuldigt hat, einem Betroffenen so entgegengetreten zu sein. Er steht aber trotzdem noch hinter der Ideologie. Weitergehend, in Ermangelung eines besseren Wortes dafür, cosplayt er immer noch Hitler. Der Nasenring ist nach wie vor da, ebenso der Seitenscheitel. Warum entschuldigt er sich also für etwas, hinter dem er immer noch steht? Textbuch kognitive Dissonanz. Rather in shock at what was happening and I was not thinking too clearly. Du denkst doch immer noch nicht klar, sonst würdest du da nicht in diesem... Ja, er hat gesagt, er war in Schock und deswegen hat er nicht klar gedacht. Das, also es ist völlig Quatsch natürlich jetzt, dass er sich für diese eine Sache... Das ist Quatsch. Aufzug sitzen, du Dulli! So, when I made that comment... It shouldn't have come out that way. I shouldn't have said that. Also er hätte den Kommentar nicht so schreiben sollen, diesen einen Kommentar, den wir gerade gelesen haben. I'm sorry to. Das sagt er gerade. Erneut seht ihr den Widerspruch? Kann mir jemand von euch erklären, wie er sich das in seinen Gedanken selber logisch zurechtlegen kann, dass das, was er da gerade tut, auch nur irgendwo so eine kleine Form von Sinn ergibt? Ich bin nämlich nicht in der Lage, das zu entschlüsseln. Der kann doch nicht davon ausgehen, dass ihm die Entschuldigung auch nur irgendwer abnimmt, wenn er immer noch diesen bekackten Nasenring trägt. Und jetzt kommt der Teil, den ich euch vorher hätte zeigen müssen. Der macht diese ganze Szenerie, diese ganze Entschuldigung nämlich völlig obsolet. However, I do want to just let people know that my views on myself, my past self, whatever, everything that made me blow up in the first place, that hasn't really changed. I don't really predict it changing, honestly. Just it's affected me for so long. Also er zeigt nicht nur visuell, dass er immer noch hinter allem steht, weitergehend hinter allem, was Hitler damals getan hat, was die ganze Ideologie angeht. Er spricht es auch noch direkt so aus, dass er immer noch der gleiche ist. Ja, aber wofür entschuldigt... Es ist nur abgefuckt. Wie kannst du so ekelhaft mit Leuten umgehen? Wie kannst du so ekelhaft auch so... Weißt du, was für Leute den feiern? Halt irgendwelche Neonazis. Das ist so klar, dass die das abfeiern, dass die das nice finden. Ich dachte sich dann. Mein Gehirn schmilzt. Wow, Digga. Ich bin überfordert mit ihm. Was geht in diesem Kopf ab? Sorry, dass ich das gemacht habe, aber ey, ich mache das weiterhin und es tut mir auch irgendwie nicht leid. With that being said, I do want to make it clear that I'm probably not going to talk much about this in the future. Ja, okay, er sagt jetzt, er wird in Zukunft nicht mehr darüber reden oder so. Also über diesen einen Case, wofür er sich jetzt entschuldigt hat, glaube ich. Wie stellt er sich das vor? Wie soll das funktionieren? Wir adressieren den Elefanten im Raum einfach nicht mehr? Dann ist er auch weg. Ich verkleide mich immer noch. Jeder kann das sehen. Jeder erkennt, als was ich mich verkleide. Aber ich rede einfach nicht mehr darüber. So, wenn eine Katze denkt, man erkennt sie nicht mehr, weil sie in einem Karton sitzt und das dreidimensionale Sehen nicht so klappt, dann ist es süß. Wenn Felix sich da hinsetzt und so tut, als wäre er Adolf, aber es nicht mehr ausspricht, weil... Ja, ich meine, Digga. Also, entweder... Es ist halt reine durchdachte Masche, dass er Aufmerksamkeit möchte oder er hat psychische Probleme oder beides. Punkt. Weil in seiner Weltsicht irgendwas überhaupt nicht klappt, dann ist es einfach nur makaber und befremdlich. I do want this channel to be more like stuff about my life, artwork, snakes, maybe some music. Ja, da dröhnt dann wohl Stahlgewitter aus den Boxen und die Bücher vom Schelm werden verlesen. Wenn er sagt, dass er mehr über sein Leben reden möchte, naja, er sagt doch, dass sein Leben das neue Leben von Hitler ist. Wofür dient dieses Video? Was er sonst in seinem Leben macht, ist ja größtenteils anscheinend auch mit der NS-Zeit verbunden. Ja, Chat sagt, Antifaschismus ist notwendig und ja, Antifaschismus ist notwendig. Es ist wichtig, dass wir alle eine antifaschistische Haltung haben, weil
sowas existiert und Leute irgendwo sind, die sowas applaudieren, weil sie sich freuen über sowas. Er beendet seine Nicht-Entschuldigungs-Entschuldigung wie folgt. Again, I'm sorry to get in for what I said and hopefully the future can move on and we'll all be much happier. Das ist so dieses, er entschuldigt sich nicht für seine Aktion, er entschuldigt sich dafür, dass er Hate abbekommt. Da ist nicht mal ein Funken Einsicht. Das ist wirklich der Hügel, auf dem er verenden will. Ich werde auf jeden Fall beobachten, was er in Zukunft noch so treibt und sollte irgendwas Relevantes. Ey, ich hoffe wirklich, dass er damit aufhört. Ich hoffe wirklich, dass er Hilfe bekommt, wenn er welche braucht. Oder dass er einfach sein Maul hält, wenn er keine Hilfe braucht. Ich like das Video. Just Nero kann man auf jeden Fall folgen, weil fand ich ein sehr, sehr gutes Video, darauf aufmerksam zu machen. Es ist wirklich abgefuckt, dass es sowas gibt.